Rentenkommission, Rentenalter von 67 Jahren wird nicht angehoben. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Viele Informationen zur Rente gehen ja wegen der aktuellen Situation, wegen der Pandemie ja wirklich unter. Wir wissen ja alle, seit dem Jahr 2018 tagte ja die Rentenkommission und zwar unter strengster Geheimhaltung. Und jetzt hat sie im März kürzlich ihre Ergebnisse bekannt gegeben. Ja, erschreckend ist der Inhalt. De facto hat diese Kommission zur Zukunft der deutschen Rentenversicherung nichts gesagt. Nicht wirklich etwas, was uns wirklich weiterbringt. Viel Zeit und Geld wurde verpulvert für dieses traurige Ergebnis. Die Mitglieder der Kommission konnten sich noch nicht einmal auf ein Ergebnis einigen. Dabei hat der Arbeitsminister Heil zuvor gesagt, es gibt keine Denkverbote. Offensichtlich für diese Leute der Kommission schon. Damit wurde wertvolle Zeit im Überlebenskampf der deutschen Rentenversicherung verpulvert. Die Rentenversicherung steht vor schweren Zeiten. So sagen es seit Jahrzehnten Demografieforscher, also Forscher, die sich mit der Alterung der Bevölkerung in Deutschland beschäftigen und die auch vor den Folgen warnen. Aber die Mitglieder dieser Kommission haben es nicht geschafft, Lösungen zu bringen. Und sie hatten die Aufgabe dafür. Und wir hatten ja die Erwartung, dass da was passiert. Leider ist nichts passiert. Zwei Sachen hat die Kommission doch noch so ein bisschen anklingen lassen. Ja? Erstens, der Anstieg des Renteneintrittsalters von 67 Jahren auf ein höheres Lebensalter ist vom Tisch. Und zweitens, man soll darüber nachdenken, die Beamten in die Rentenkasse pflichtig zu versichern. Das ist ja eine Diskussion, die wir auch schon seit längerer Zeit kennen. Ja, ich kritisiere diese Kommission, aber nicht ohne Grund. Die gesetzliche Rente muss gestärkt werden. Das ist ganz wichtig. Ich sage, alle Menschen in Deutschland müssen dort einzahlen, und zwar ausnahmslos. Die steuerliche Förderung von Riester und Betriebsrente muss beendet werden. Und was auch ganz wichtig ist, der Rentenbeitrag sollte in Kürze unbedingt steigen, damit die Finanzierung der deutschen Rentenversicherung gesichert ist. Das hört sich zwar jetzt in dieser Zeit komisch an, aber das ist eine Forderung, die schon seit längerem auch besteht. Und da stelle ich mir die Frage, warum bezahlen denn eigentlich Roboter und Computer nicht auch einen Rentenbeitrag? Denn da wird ja was produziert durch diese Maschinen. Das wäre doch mal was, oder? Diskutieren Sie einfach mit uns mit. Schreiben Sie uns Ihre Kommentare auf unserem YouTube-Kanal von rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.